Die Horrormeldungen in vielen Medien überschlagen sich. Die Rede ist von einem neuen Dürresommer, Sahara-Sommer und einem neuen Hitzerekord im Jahr 2019. Das weckt unschöne Erinnerungen an das vergangene Jahr, das laut dem Deutschen Wetterdienst DWD das vierttrockenste Jahr in Deutschland seit 1881 war. Willkommen bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Es waren ja nicht nur die massiven Ernteausfälle, die sich nach Schätzungen des Deutschen Bauernverbandes auf eine Höhe von bis zu 3 Milliarden Euro beliefen. Die extreme Trockenheit im Jahr 2018 machte auch anderen Wirtschaftszweigen zu schaffen. Die großen Flüsse in den betroffenen Gebieten führten deutlich weniger Wasser als sonst, sodass der Warenverkehr nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich war. So der Fall beispielsweise zwischen Dresden und Magdeburg. Zudem starben deutschlandweit Pflanzen ab und Brände haben mehrere hundert Hektar Wald zerstört, unter anderem im Naturschutzgebiet Lieberoser Heide. Schnell wurden Vergleiche mit 2003 laut, einem extrem trockenen Jahr mit einer gewaltigen Hitzewelle und Temperaturen bis zu rund 47 Grad. Eine der größten Naturkatastrophen, die der Kontinent je gesehen hat. Flüsse waren ausgetrocknet, Wälder abgebrannt und zehntausende Menschen starben damals. Es traf vor allem ältere Leute, denn Klimaanlagen versagten und die Krankenhäuser waren überfüllt mit Hitzeopfern. Letztendlich steht fest, im Vergleich dazu sind wir dem Hitzesommer 2018 noch gut davongekommen. Allerdings, das war der erste Sommer, bei dem Klimaexperten gesagt haben, das ist konkret eine Folge des Klimawandels, denn das gab es noch nie. Die gesamte Nordhalbkugel war überdurchschnittlich warm. Beängstigend. Und es gibt Spätfolgen und so ist das Jahr 2019 unter extrem schlechten Vorboten gestartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt Ende April 2019, in vielen Regionen Deutschlands sind 2019 zum Start der Vegetationsperiode die Böden viel trockener als im vieljährigen Durchschnitt. Zum Vergleich, selbst im Dürrejahr 2018 lagen nach Berechnung des Deutschen Wetterdienstes DWD die Bodenfeuchtwerte im April deutlich über den aktuellen Werten dieses Jahres. Demnach müssen wir uns auf den nächsten Dürresommer gefasst machen. Wenn die trockene Witterung auch in den kommenden Monaten weiter anhält, diese könnten Prognosen zufolge sogar noch drastischere Folgen haben als die Trockenheit im Jahr 2018. Nicht nur Ertragseinbußen in der Landwirtschaft drohen dann, auch Wälder und Pflanzen, die eher tiefere Bodenschichten anzapfen, um an Feuchtigkeit zu gelangen, könnten dann betroffen sein. Denn auch diese Speicher sind laut DWD deutlich weniger gut gefüllt als im Vorjahr, denn das sehr extreme Niederschlagsdefizit aus 2018 konnte auch durch den Niederschlag, der von Dezember 2018 bis März 2019 gefallen ist, nicht kompensiert werden. Dazu Udo Busch vom Deutschen Wetterdienst. Die Startbedingungen für die Vegetation sind 2019 in vielen Gebieten Deutschlands deutlich schlechter als im Vorjahr. Mögliche Ernteverluste könnten die aus dem vergangenen Jahr massiv übertreffen, befürchtet auch der Agrarwissenschaftler Peter Gerand aus Göttingen. Er hat bei Messungen festgestellt, dass die Böden Jahre brauchen werden, um sich zu erholen. Der Forscher fasst zusammen: Die Situation ist an vielen Standorten sehr, sehr angespannt. Die Niederschläge des Winters reichen mancherorts gerade mal aus, um die obersten 20 cm mit Feuchtigkeit aufzuschwemmen. Besonders betroffen ist der sowieso schon trockene Osten Deutschlands, vor allem Sachsen-Anhalt und Thüringen. Teilweise fehle es als Folge des extremen Sommers im Jahr 2018 in den Böden pro Quadratmeter 200 bis 300 Liter Wasser. Und nicht nur Deutschland hat dieses Problem mit übertrockenen Böden. Auch in Ost- und Nordeuropa lag die Bodenfeuchtigkeit im April unter dem Durchschnitt. Und so könnte auch hier eine neue Dürre drohen. Und die Pflanzen leiden nicht nur unter dem Wassermangel. Auch der Transport von Nährstoffen aus dem Boden verringert sich. Die Nährstoffe aus dem Dünger verbleiben also im Boden. Regnet es, kommt es zu höheren Nitratgehalten im Grundwasser. Und selbst das ist nicht alles. Auch die Wälder könnten hart von einer weiteren Dürre getroffen werden, denn durstige und gestresste Bäume sind anfällig für Plagen wie etwa den Borkenkäfer, der sich bei Wärme und Trockenheit besonders wohlfühlt. Schon jetzt führt die Trockenheit dazu, dass die Gefahr von Waldbränden hoch ist und vor allem in den östlichen Regionen von Deutschland. Ob wir 2019 um einen weiteren Dürresommer drumherum kommen, steht noch in den Sternen. Dies hängt einzig und allein davon ab, ob die momentane Trockenheit weiter anhält. Doch ob dies der Fall sein wird, kann keine Wetterprognose dieser Welt vorhersagen. Wenn es von Juni bis August dagegen ohne Ende regnet, werden wir uns keine Sorgen über die Dürre machen müssen. Dann wohl eher über Hochwasser. Doch auszuschließen ist eine anstehende Trockenheit keinesfalls, denn schließlich wird genau das vom Klimawandel begünstigt. Und so steht bereits jetzt fest, dass die Probleme mit Trockenheit und Dürre in der Zukunft keineswegs kleiner werden.
Im Gegenteil, der Niederschlagszyklus in Mitteleuropa verschiebt sich schon seit Jahren hin immer mehr ins Extreme. Im Winter haben die Regenmengen demnach um rund 10% zugenommen. Deutlich trockener dagegen präsentieren sich die Sommermonate. Regionale Klimamodelle bestätigen das und prognostizieren für Deutschland eine höhere Wahrscheinlichkeit für längere Trockenphasen. Der Klimawandel lässt grüßen. Dazu Sergej Moroz, ein Sprecher der Nichtregierungsorganisation European Environmental Bureau. Die Häufigkeit und Intensität von Dürren wird aufgrund des Klimawandels zunehmen. Auf dasselbe Ergebnis kam auch ein Forschungsteam vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ im vergangenen Jahr. Dazu heißt es auf der Webseite: Die globale Klimaerwärmung wird das Problem der Dürren in Europa verschärfen. Dürren werden länger dauern, mehr Flächen und damit mehr Menschen betreffen. Erwärmt sich die Erde um 3 Grad Celsius, werden Extremereignisse wie die Dürre im Jahr 2003 künftig in weiten Teilen Europas der Normalzustand sein. Eine der großen Fragen lautet dann, wie es mit der Landwirtschaft weitergehen soll. Denn für die Bewässerung ihrer Felder nutzen die Bauern Grundwasser. Doch wenn die Wasserspeicher im Boden nicht durch Regen aufgefüllt werden, gehen auch diese Reserven irgendwann zur Neige. Doch wir können dem ganzen Horrorszenario entgegenwirken. Das betonen auch die Fachleute vom UFZ. Die Auswirkungen der globalen Erwärmung können teilweise mit technischen Anpassungen gemindert werden. Diese sind jedoch kostspielig. Gemeint ist damit die konsequente Umsetzung der Klimaschutzziele des Pariser Abkommens, sprich Ausbau des Bahnverkehrs, weniger Individualverkehr, Kohleausstieg, Energieerzeugung mit regenerativen Energien, Elektromobilität und so weiter. Und ganz wichtig, denn auch wir können ganz konkret etwas jetzt tun. Wir können am 26. Mai zur Europawahl gehen und genau die Partei wählen, die die Standpunkte vertritt, die jetzt wichtig sind und unser Überleben sichern. Wir sind diejenigen, die entscheiden. Also lasst es uns tun. Hashtag diesmal wähle ich. Mehr dazu im Video von Phoenix EU-Wahl. So funktioniert die Europawahl am 26. Mai 2019. Anklicken, anschauen und zur Wahl gehen, würde ich mal sagen. Wir sehen uns am 26. Mai im Wahllokal. Bis dann. Bleibt dran.